Es ist einfach, also jeder, der sagt, die erste Generation war die beste und danach kam nur noch Müll, der soll bitte die Nostalgiebrille absetzen und die erste Generation nochmal spielen und sich dann überlegen, ob er seine Meinung nicht vielleicht doch nochmal ändern möchte. Halli, hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Karmesin und Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Wir sind wieder vereint zu dritt unterwegs und für alle, die es vergessen haben, nochmal ein kurzes Recap. Die beiden haben beim letzten Mal nacheinander aufs Maul bekommen und ich darf mich darüber freuen, weil sonst ich derjenige bin, der aufs Maul bekommt. Aber während ich hier gerade weird in Kronjuwel stehe, würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lang. Wir müssen uns nämlich bei der Liga AG anmelden und irgendwie sehe ich Fabulous aus. Nein! Kronjuwel, bleib! Ja, das war's. No. Wir müssen uns bei der Liga AG anmelden. Lass mal loslegen. Dann machen wir das. Ich finde es übrigens voll schade, dass du uns nicht mal vorgestellt hast. Also, das wissen wir alle, dass wir Benny und Kevin sind, aber trotzdem. Das stimmt, ja, hast recht. Also, das hätte mir ruhig mal nach 80 Folgen einfallen können, dass die Leute vielleicht euren Namen vergessen haben. Hallo Benny, hallo Kevin. Ja, hallo. Ja, Entschuldigung. Jetzt dafür hat die Kronjuwel eben noch die Birne eingerannt. Barbara. Achso, wer war... Oh Gott, wer war denn wer? Ich hab sowas von keine Ahnung mehr. Wir haben 3 Kampffolgen aufgenommen, ne? Das heißt, kurz Erklärung. Das heißt, die letzte Story, die wir gemacht haben, ist für uns an dieser Stelle 6 Wochen her. Ist so. Also ich rede gerade mit Levi, aber ich weiß echt nicht mehr, wer Levi war. Ich glaube, du warst Levi und... Ich war Levi? Er hatte so einen leicht melancholischen, boring Charakter. Ich weiß gar nicht, wie ich an Eingang fliegen kann. Oh, ansonsten, wir können es auch neu mischen. Ja, ist also, eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Dass wir ab und zu mal auch neu machen, weil Benny hatte ja einen übelsten Redeanteil das letzte Mal. Der hatte übelst viele. Das stimmt. Ich glaube, ich hatte relativ wenig. Vielleicht sollte ich dann einfach mal anfangen. Also ich will mich natürlich jetzt nicht nach vorne drängen. Warte mal, ich muss erstmal kurz hier... Ja, ich versuche ja schon hier zu labern, damit wir ein bisschen Zeit überbrücken können, bis du es endlich mal schaffst, hierher zu fliegen. Ja, und ich habe das ja in dem Moment gemacht. Die Zeit besser überbrückt, indem ich halt einfach noch ein bisschen andere Scheiße gelabert habe. Eingangsbereich. Ja, faszinierend. Jetzt hat das. Finally. Du bist im falschen Eingangsbereich, oder? Nee. Ich hab keine Ahnung, wie viele Eingangsbereiche gibt's denn? Ach nee, jetzt bist du hier. Okay, never mind. Okay, na dann, Levi, Alter, ho. Okay, Levi macht Matze. Los geht's. Hehehe, da bist du ja. Hier kannst du dich anmelden. Ich muss noch meinen Groove finden. Gut, war jetzt auch nicht so der Wahnsinnssprechanteil. Also huiuiui, da musste ich mich jetzt schon ganz schön verausgaben. Achso, wir müssen mit der Frau hier reden. Mhm, ist richtig. Hallo, wie kann ich dir behilflich sein? Ich will an der Blaubeerliga teilnehmen. Mach mal los. Bitte entschuldige, aber du scheinst im Austausch hier zu sein. Das bedeutet leider, dass du keine offizielle Schülerin der Blaubeerakademie bist. Diskriminierung! Ach, Paulapap! Wir haben uns vorhin unter den Top 4 besprochen, dass das klar geht! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das einfach so glauben kann, Levi. Halt die Sabbel! Ich bin ja schon wieder yo, ne? Na gut. Ja. Was hat man denn? Ich hatte aggressiv, ich hatte... Es ist genauso, wie Levi gesagt hat. Ich habe die Teilnahme von Kevin genehmigt. Verstanden, sehr wohl, Chef. Eine Moment, bitte verprügeln Sie mich nicht nochmal. Oh, da hast du uns aber aus der Batsche geholfen. Hätte ich nicht von dir erwartet, da. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du irgendwas im Schilde führst, mein lieber Levi. Warum? Weil ich schon dreimal die Stimme gewechselt habe, oder was? Aber solange ich gegen Kevin antreten kann, soll es mir recht sein. Na dann ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Kevin, wenn du verlierst, bevor du gegen mich kämpfst, werde ich dir das nie verzeihen. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde nicht verlieren. Nee, ich werde auch mein Bestes geben. Gut. Ich verklickt. Wenn du es bis zur Spitze geschafft hast und wir uns gegenüberstehen,
dann werde ich dir zeigen, wie sehr ich mich verändert habe. Jo, wie redest du mit dem Matze? Halt bitte dein Mundwerk, Hanna. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich auf diesen Kampf brenne. Das wird ein Spaß. Wohlan denn. Bitte entschuldige, Matze. Jo ist ganz schön schroff geworden, oder? Ich habe selber auch schon länger nicht mit ihm gesprochen. Eigentlich seit ich im Stimmbruch bin nicht mehr. Aber es ging ja gar nicht. Tja. Ich muss erstmal wieder in die Rolle kommen. Da, so als hochgeschützter Champ ist man halt was ganz Besonderes. Levi, du bist doch bestimmt schuld daran, dass Matze in den Ligakampf verwickelt wurde. Moment, die Idee dafür kam von ihm. Haha, ist das so, oder Matze? Nee. Nee. Oh. Hast mal reingelegt. Wisst du, das sag ich doch, mein Junge. Streben wir nicht alle danach, große Dinge zu erreichen? Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Aber wenn du schon dabei bist, dann sollst du dich auch anstrengen. Ich wünsche dir viel Glück. Und bitte, kümmere dich um den Kackbratzen, Jo. Versuch's wenigstens, okay? Matze ist vor Stimmbruch zu COPD gegangen. Auch Danke für deine Geduld. Du bist jetzt offiziell angemeldet. Perfektes Timing, mein Junge. Matze kann jetzt in der Blauber Liga an. Also sorry, ich dachte, laber ich noch. Ja, Entschuldigung, ich war gerade. Normalerweise müsstest du am Anfang gegen gewöhnliche Schüler in der Akademie kämpfen und so in der Rangliste aufsteigen. Aber da du sowohl von Mitgliedern der Top 4 als auch von Derek Luciano nominiert wurdest, kannst du auch gleich auf einem höheren Rang starten. Das heißt, du darfst die Top 4 sofort herausfordern und zwar an der Basis ihres jeweiligen Areals in der Terra-Kuppel. Ich werde ihren Standort auf deinem Smart Totem registrieren. Boah, guck dir das an, du, mit der Technik, was da alles möglich ist heutzutage. Die Aufenthaltsorte der Blaubeer-Top 4 wurden auf deiner Karte eingetragen. Um die Top 4 herauszufordern, brauchst du BP. Die erhältst du, indem du Missionen erledigst. Sobald du alle Mitglieder der Top 4 besiegt hast, kannst du gegen den Champ antreten. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Blaubeer-Liga. Du kannst natürlich selber aussuchen, bei wem du anfängst, ne? Und denk dran, BP gibt's nicht an der Tankstelle. Bevor du ein Mitglied von der Top 4 antrittst, gibt's auch ein kleines Spielchen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Na dann, ich warte in der Kuppel auf dich. Bis später, Bro. Bra. Schön. Klasse war's. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde alles scheiße. Ich sehe mich noch nicht bei den Top 4. Okay, dann erzähl uns noch mal, wo du dich gerade siehst. Ich weiß nicht, also zugegebenermaßen der Erfahrung nach. Wahrscheinlich noch ein bisschen beim Leveln, oder? Beim Trainieren. Ich hätte auch gerne noch mal so ein paar Liga. Weiß nicht. Gib mir mal ein kurzes Update, was so euer Level ist. Würde mich tatsächlich mal interessieren, weil als wir gegeneinander gekämpft haben. Mein niedrigstes ist 78 gegangen. Und mein höchstes ist 83. 76. Aha. 76, 80, da bin ich eher so in Bennys Kategorie. Okay, da bin ich am höchsten und trotzdem bin ich der Meinung, reicht es noch nicht aus. Echt? Ich glaube. Bist du so wenig überzeugt von deinem Team? Hä, es hat doch damit nichts zu tun. Das Team kann noch so gut sein, wenn es unterlevelt ist, es unterlevelt. Ja, aber. Recht. Also da ist Pokémon sehr einseitig emotional gestrickt. Ich finde, das muss man auch mal so schaffen. Ja, nee, okay. Ja. Dann. Okay, wollen wir Matzes Stimme noch ein bisschen beanspruchen, indem wir in Hannas Zimmer gehen, oder? Ich sehe mich eigentlich gerade überhaupt nicht bei Hanna, oder? Wie seht ihr okay, das? Dann gehen wir in eine Terra-Kuppel. Ich bin schon in eine Terra-Kuppel und sammle fleißig Items ein. Achso, siehst du? Ich bin hier im Fighting-Modus. Fighting! Ah, da könnte ich natürlich, da kann ich mal ein anderes Team ausprobieren oder eine andere Kombination.
Wenn wir jetzt erstmal hier. Das ist, suchen wir mal ein paar Liga-Gegner. Eigentlich schon fast wieder. Also, ich will ja nicht sagen, dass es Podcast-Time ist, aber es ist schon fast wieder Podcast-Time, ne? Oh, da wäre ich grundsätzlich dafür, dass wir unseren Well-Podcast hier starten, aber ich habe well tatsächlich kein Thema. Well spoken. Oh, nice, Benny. Oh, schön, Benny. Nice. I like. A lot. Nee, ich habe gerade auch kein Thema. Aber ich habe so gedacht, während wir kämpfen, wäre das cool und habe ein bisschen auf dich vertraut, aber naja. Ja, okay. Also, das ist halt useless. Du musst mir sowas idealerweise vorher sagen. Und das ist mir gerade eingefallen. Dann reden wir doch über die Problematiken der Themenfindung bei Podcasts. What? Was sind die Schwierigkeiten und wie kann man ihnen Einhalt gebieten? Ich glaube tatsächlich, dass kein professioneller Podcaster dieses Problem hat, weil in der Regel setzt man sich ja vorher hin und überlegt sich, worüber man spricht, aber die haben halt auch keinen Kevin dabei. Lol. Aber was ja eigentlich ihr Lob war, Kevin ist ja die Content-Maschine! Die übelste Maschine. Das stimmt, Alter. Ja, aber die Maschine ist gerade ausgegangen und hat gesagt, mach du mal. Lol. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen dissen, weil das hat mich jetzt schon hart ins Herz gebrochen. Ich hab mich so gefreut auf ein Thema und dann hast du nichts. So, ich hab schon mal einen Liga-AG-Typen gefunden, jetzt gibt's richtig Haue. Haue. Okay, ich hab vielleicht die Idee, worüber wir reden können, aber es ist sofort trotzdem noch ein bisschen Spontanität. Jeder von euch haut mal, und es darf nichts mit Gimmicks zu tun haben, aber jeder von euch haut mal seinen größten Pokémon-Hot-Take raus. Mein Team funktioniert zumindest jetzt schon mal in der Polarregion. Ich weiß, da automatisch schneit. Dürre funktioniert nicht. Hot-Takes sind kein Hot-Take. Das ist einfach nur eine Tatsache. Das ist einfach nur was mich gerade tierisch nervt. Ja, na gut, ne? Was willst du machen? Ja, Augen auf bei der Teamauswahl. Du hast ja bestimmt noch einen Plan B, also wenn die Sonne nicht scheint, hast du da bestimmt noch einen Plan B. Bei den Pokémon müssen halt irgendwie funktionieren, ne? Ja, mach doch jetzt einfach mal. Ja, alles gut. Größter Pokémon-Hot-Take. Matze, fang doch gleich mal an, außer Kevin hat jetzt direkt einen. Ich müsste kurz mal in den Überlegungsmodus gehen. Aber das ist... Also ich hätte schon ein Hot-Take, aber so hot ist der, befürchte ich nicht. Ja, du kannst auch einen lauwarm-Take geben. Es ist okay. Es ist ja auch ein Spontan-Take. Okay. Also spontan würde mir einfallen, die... Erste Generation ist nicht so cool, wie sie alle machen. Ja, Claudia, da hast du recht. Wow! Dazu. Ja. Dem stimme ich zu, Kevin. Dem stimme ich völlig zu. Und ich habe Gründe dafür. Aber ja. Schön, dann fang mal an. Nee, ist dein Hot-Take. Du hast ihn jetzt gehijackt. Du darfst jetzt auch deine Gründe erörtern. Also, ich finde... Also, mal die offensichtlichen Gründe. Bin ganz ehrlich, dass halt es zum einen einfach die erste Generation ist. Es kann noch nicht alles gut und toll sein, finde ich jetzt mal. Und... Auf der anderen Seite, mal kurz gucken, was ich für eine Attacke mache. Warte. Okay. Auf der anderen Seite, auch also zum Beispiel solche Standardsachen wie die Grafik und so, ne? Es ist halt einfach nicht mehr vergleichbar. Die ganzen Animationen und so, das ist ja nicht das gleiche, wie es mittlerweile ist. Und finde auch. Also ja, die Pokémon sahen damals cool aus, aber es gibt auch. Also es gibt kein einziges Pokémon aus meiner Liste, wo ich sage, das sind meine Lieblings-Pokémon, die aus Gen 1 sind. Wahrscheinlich bei den Top 10 oder so, würde ich mal behaupten. Und mir würde auch keins einfallen, was jetzt unbedingt so die anderen toppt. Und? Fällt mir noch spontan was ein? Ne, ich will ja nicht alles Matze wegnehmen. Ich überlege schon fieberhaft, ob mir noch ein zweiter Hot-Take einfällt. Ah, du kannst ja trotzdem Meinung dazu. Ja, ich glaube, alles, was du genannt hast, ist richtig und vieles daran liegt halt einfach auch daran, dass das Spiel natürlich, wie du schon sagst, alt ist. Und das kann man dem Spiel nicht vorhalten. Das war halt einfach ein Kind seiner Zeit, ne? So wie es. Ich kämpfe, na gut, dann lass mal weitergehen.
war ein Kind seiner Zeit und dafür war es vielleicht nicht mal ganz... Ja, wobei, ich glaube, selbst für die Zeit hat es viele Sachen, glaube ich, schon ein bisschen nervig gestaltet. Aber wenn man es halt jetzt nochmal so spielt, rückblickend, ohne die Nostalgiebrille dabei aufzusetzen und vor allem, wenn man die neueren Spiele kennt, dann stellt man fest, dass das Spiel einfach nicht gut gealtert ist. Mhm. Also überhaupt nicht gut. Ne? Es ist unfassbar zäh. Wie Kevin schon sagt, die Animationen sind teilweise echt horrible. Das Balancing ist komplett für den Arsch. Also Geist ist mega OP. Oder nee, Psycho, glaube ich. Psycho und Geist sind einfach mega OP-Typen in dem Spiel. Es ist einfach... Also jeder, der sagt, die erste Generation war die beste und danach kam nur noch Müll, der soll bitte die Nostalgiebrille absetzen und die erste Generation nochmal spielen und sich dann überlegen, ob er seine Meinung nicht vielleicht doch nochmal ändern möchte. Es war deswegen nicht schlecht, ne? Um Gottes Willen. Also. Nee, um Gottes Willen. Die hat ja auch den Grundstein für all das gelegt. Und sie kann ja auch gut sein, das hat man ja auch später gesehen im Remake in Feuerrot, Blattgrün. Das war ja essentially das gleiche Spiel mit den Quality of Life Improvements der dritten Gen. Und es war... Also es ist... Das ist eins der Remakes, wo die Fans bis heute sagen, es ist, gehört zu den besten Spielen, wenn es auch nicht das Beste ist. Und ich glaube, da habe ich einen Hot Take tatsächlich sogar. Ich finde, die Let's Go-Spiele waren nicht so scheiße, wie alle sagen. Weil die waren ja auch basically Kanto. Hm. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Let's Go-Spiele waren Peak-Pokémon-Grafik. Die hatten die geilste Grafik in Pokémon. Da ist kein nachfolgendes Spiel angekommen. Hm. Da habe ich mich jetzt so ein bisschen an Kevins Hot Take langgehangelt und habe meinen eigenen draus gemacht. Ist doch Wahnsinn. Du bist es einfach. Ich gehe noch einen Schritt weiter und ich sage, die Fangmechanik aus den Let's Go-Spielen ist das, was ich mir schon jahrelang gewünscht habe bei Pokémon. Nämlich, dass es nicht einfach nur A-Knopf drücken ist und dann, wie wir alle wissen, natürlich immer, wenn der Ball wackelt, B drücken. Sondern, dass du halt wirklich ein gewisses Maß an Skill dafür benötigt hast. Na klar, wenn du es im Handheld gespielt hast, war es ein bisschen tricky, aber auch nicht unschaffbar. Aber wenn du es am Fernseher gespielt hast, mit einem Joy-Con oder sogar diesem Pokéball, der dabei war, der unverschämt teuer war, brauchen wir nicht drüber reden. Aber... Wenn du es mit diesem Pokéball gespielt hast, dann fühlte sich das Pokémon-Fang unfassbar gut und immersiv an. Und das finde ich schade, dass sie es wieder rausgenommen haben, aber ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil es offensichtlich jeder außer mir hasst. So, zu dem Hot-Take könnt ihr wahrscheinlich nicht viel sagen, weil ich vermute, keiner von euch hat hier Let's Go-Spiele gespielt. Richtig, Nö. Ja. Das ist leider so. Da ich aber weiß, wie ihr zu Pokémon Go steht, werde ich jetzt auch keine Empfehlung aussprechen. Also sowohl Pokémon Go als auch die Kanto-Region. Das ist halt ja, beides. Benny ist so der Anti-Gen-Warner. Mittlerweile ja, weil es einfach zu... Es ist overused. Das sind coole Pokémon, aber wenn du halt das in 20.000 Mal ein Remake davon hast, nervt's irgendwann einfach nur. Ich finde... Grundsätzlich richtig, ja. Ich finde aber, also Pokémon Go finde ich nicht schlecht. An sich. Das fand ich eine total coole Entwicklung, auch heute noch. Mir war einfach das Gegrinde zu viel. Es war mir einfach zu viel, bin ich ehrlich. Es war mir zu viel Gegrinde. Das ist, glaube ich, das ist ein Problem, was Pokémon Go leider schon viele Jahre mit sich rumschwimmt. Da stimme ich dir zu. Ne? Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Level an Gegrinde gewesen, das muss man mal dazu sagen. Ne? Da hast du ja müssen so viel investieren und muss sagen, gerade am Anfang hatte ich auch echt ein bisschen Pech aufgrund der Tatsache, wo ich gewohnt habe. Also... Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen gebessert. Ja, ja. Das glaube ich, aber... Da habe ich eine Hot-Take-Frage, die ich daraus ableiten würde. Und ich weiß, dass wir Benny gerade komplett unterbuttern, aber der kommt auch noch zu Wort. Wie ist eure Meinung zu Pokémon Go Shinies? Man kann sie ja jetzt auf Home übertragen. Zählen die als richtige Shinies oder sind das für euch auch eher so fast schon gecheatete Shinies? Nicht gecheatet, aber du bekommst ja in so einem... Als ich noch gespielt habe, hast du die ja wirklich nachgeworfen bekommen an so einem Pokémon Day. So, da konntest du ja 20 verschiedene Shinies fangen. Also ja, es entwertet halt schon die Seltenheit der Shinies. Wobei... ist ja sowieso schon entwertet wurde, dadurch, dass man
Shinies so fangen konnte, wann immer man wollte. Da kannst du hier Shiny hatten. Das ist ein bisschen mehr Aufwand verbunden, aber nichtsdestotrotz. Wovon reden wir jetzt? Von welchem Shiny Hand? Na, hier Shiny Hand hier. Karmesin. Ah ja, okay. Achso, ich würde sogar so weit gehen, dass Shinies mittlerweile nicht mehr so viel wert sind wie früher. Nö, weil du es ja jetzt wirklich gezielt suchen kannst. Das auf jeden Fall. Das ist schön, weil da habe ich wieder eine Gegenstimme. Ich bin nämlich schon der Meinung, dass es ein gewisses Maß trotzdem auch an Hingabe und Effort braucht, um Pokémon Go Shinies zu kriegen. Also selbst wenn du, sag ich mal, jetzt den Community Day nimmst, wo die Shiny-Rate wirklich absurd hoch ist, musst du trotzdem an diesem einen Tag halt spielen. Das ist nicht so, dass du jetzt einfach sagen kannst, oh, jetzt habe ich aber Bock auf das Shiny XY. Jetzt gucke ich mal, mache ich mal Pokémon Go auf, fang zwei Stück und da ist mit Sicherheit eins dabei. Also es ist trotzdem noch ein Zeitlichkeit. Es ist ähnlich wie wenn du auf irgendwie, keine Ahnung, ein Nintendo-Event gehst oder so, wo früher halt auch per Linkkabel irgendwelche speziellen Pokémon aufgeteilt. So kann man es aber auch nicht vergleichen beim Nintendo-Event. Du kannst ja wirklich vor die Haustür gehen. Ja, also das finde ich auch besser, weil es dadurch zugänglicher wird. Ja klar, aber dadurch ist es ja nicht so, dass du... Hm? Also ja, du musst Dinge machen, das heißt, du kriegst sie nicht einfach geschenkt, aber es ist schon sehr einfach, du musst halt das Haus verlassen für eine Stunde. Ja, aber das ist ja schon, sage ich mal, mehr als man zum Beispiel in Karmesin und Purpur macht. Ja, aber in Karmesin und Purpur musst du eine halbe Stunde Shiny handen. Ob du jetzt eine halbe Stunde Shiny handest oder ob du eine halbe Stunde vors Haus gehst. Das ist halt was anderes, was du machst. Eine halbe Stunde vors Haus gehen tatsächlich sogar mehr Aufwand ist, als eine halbe Stunde auf der Couch Shiny zu handeln. Naja, es ist die gleiche halbe Stunde, die du da verbrauchst. Ja, aber die Aktivität ist deutlich, ich will nicht sagen, anstrengend, aber du musst mehr machen. Also, okay. Du musst mehr Aufwand machen. Es ist auf so einem niedrigen Level, dass du es doch nicht zählen kannst, also sorry. Und du hast ein begrenztes Zeitfenster für die halbe, also für die halbe Stunde. Bei Karmesin Popo kannst du es jederzeit machen. Du kannst dich nachts um eins auf die Couch setzen und die halbe Stunde nehmen. Das geht halt bei den Go Shinies nicht. Also es ist nicht so, dass es, weiß ich nicht. Also ich ja, okay, also wie gesagt, du kriegst es nicht nachgeworfen, aber du musst auch nicht viel dafür machen. Also du musst das schaffen. Nee, aber das ist ein generelles Problem. Also das ist jetzt, also es geht ja darum, ob die Pokémon Go Shinies weniger wert sind als andere. Mittlerweile nicht mehr wirklich, weil du kannst halt im Endeffekt das zusammenfarmen, das meine ich ja damit. Also generell sind Shinies entwertet, oder was Kevin gemeint hat. Shinies sind halt entwertet, dadurch, dass du immer bekommen kannst. Ich finde nur nicht, dass es mehr Aufwand ist, die in Pokémon Go zu fangen, als sonst irgendwo. Nee, aber das war auch nicht die Frage. Nicht so wirklich jedenfalls. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich finde es trotzdem gut, also was heißt gut, aber ich finde es trotzdem gut, dass es eine Möglichkeit gibt, wirklich aktiv Shiny zu handeln. Weil, sind wir mal ehrlich, also gerade an die ersten Generationen war es halt wirklich einfach nur Luck. Das hatte nichts damit zu tun, dass du irgendwas machen konntest, musstest, solltest. Es war wirklich einfach nur Luck. Ne? Spätestens dann mit dem Schillerpin war das dann zumindest ein bisschen auch was du unterstützen konntest, was du vorantreiben konntest, finde ich. Also ich finde es trotzdem gut, dass es eine Möglichkeit gibt, das aktiv zu verfolgen. Ich finde halt nur, dass die Wahrscheinlichkeiten einfach ein bisschen hoch geschraubt wurden, zu hoch geschraubt wurden. Ich glaube, das Problem ist da, dass Pokémon Go, da muss ich jetzt ein bisschen wieder die Lanze brechen dafür, also im negativen Sinne, dass Pokémon Go gezeigt hat, dass man mit Shinies extrem leicht das Geld der Leute bekommt. Und ich denke mal, das hat dazu geführt, dass es halt auch in den Hauptspielen leichter gemacht wurde, weil dann hast du ein Verkaufsargument für das Spiel. Ne? Ja, jetzt ist gut für Shiny Hunter, du kannst ja Shinies hunten, die Leute verbringen mehr Zeit im Spiel, weil sie halt, sag ich mal, eine realistische Möglichkeit sehen. Also wer von uns würde sich denn bei einer 1 zu 8000 Chance, so wie es in der zweiten Gen war, tatsächlich hinsetzen und sagen, jetzt suche ich mal das eine bestimmte Shiny, worauf ich Bock habe. Das machen eine Handvoll Leute, die wirklich dedicated sind, aber nicht der normale Spieler. Nee. Aber ich denke, wenn die Chancen so sind, wie sie jetzt sind, dann kriegst du viel mehr Spieler dazu animiert, die Shinies zu handeln. Und mehr Spielzeit bedeutet vielleicht, dass die Leute auch geneigt sind, sich das Online-Feature zu kaufen, um dann mit ihren Shinies zu flexen. Also ich glaube einfach, Pokémon Go hat so ein bisschen den Weg dafür geebnet, mit Shiny-Pokémon Geld zu verdienen. Und Pokémon Go geht da ja mittlerweile sogar so weit, dass die
mysteriösen Pokémon in ihrer Shiny-Form nur gegen Echtgeld bekommen sind. Also man muss sich quasi eine Forschung für 5 Euro kaufen und nur wenn du die gekauft hast, bekommst du das entsprechende Mysteriöse als Shiny. Okay. Auch garantiert. Also es ist dann tatsächlich nicht so, dass du eine Chance hast. Gut, es wäre noch mieser, wenn du Geld ausgibst, dann willst du es schon garantiert haben. Aber es funktioniert halt einfach, ne? Die Leute bezahlen es. Eigentlich auch ziemlich, wusste ich ehrlicherweise bisher noch nicht, aber es ist noch ein Grund mehr, Pokémon Go nicht so gut zu finden, to be honest. Also nicht alle, muss man auch sagen. Ich glaube Mew und Celebi und Darkrai kriegst du auch so. Darkrai gibt es ganz normal in Raids. Also ist nicht alle, aber so ausgewählte, die dieses eine Generationsmysteriöse, was immer so das Aushängeschild ist, das kriegt man dann momentan, also mittlerweile leider nur noch gegen Bezahlung. Bin ich schon äußerst grenzwertig. Ja, bin ich auch kein großer Fan von. Aber da gehen sie ja mit einem Zeichen der Zeit, ne? Also. Es ist halt einfach, genau, es zieht halt einfach, ne? Du musst, das ist halt so ein Problem. Die Unternehmen wollen halt wachsen, ununterbrochen, mit begrenzten Mitteln, also müssen sie sich was Neues einfallen lassen. Also Spiele werden ja nicht mehr entwickelt, damit sie den Leuten gefallen, sondern Spiele werden entwickelt, um Geld zu verdienen. Ja, was auch. Es ist ja auch nichts, was ich grundsätzlich kritisieren würde, dass die Spieleentwickler mit ihren Spielen Geld verdienen. Ich meine, ja, funktioniert halt dummerweise die Welt, aber. Ich finde das dann schon ein bisschen. Also manche Methoden sind halt relativ fragwürdig. Ja, gerade im Mobile-Bereich ist da, glaube ich, wirklich vieles gemacht, was sehr fragwürdig ist. Ja. Also da erinnere ich mich auch an den extremen Shitstorm, den dieses Diablo Immortal, glaube ich, was bekommen hat, ne, als es rausgekommen ist. Aber selbst das hat den Shitstorm einfach überlebt. Sie haben nichts daran geändert, an der großen Kritik. Und es wird, glaube ich, trotzdem gespielt, gerade im asiatischen Raum. Und die geben auch Geld dafür aus, und zwar nicht wenig. Das ist klar, ist es doof, wenn überall im Internet jemand schreibt, dein Spiel ist doof und kacke. Aber wenn du damit dann Milliarden verdienst, dann kann dir das eigentlich auch egal sein. Naja. Das ist ja der Take bei Influencern, ne? Es ist egal, was du für einen Heat kriegst, Hauptsache du kriegst irgendwelchen. Also ja. Es ist egal, ob's 10 Millionen Daumen hoch oder 10 Millionen Daumen runter sind, du hast die 10 Millionen erreicht. Wie, ist naja. Aber eigentlich egal, Hauptsache du hast sie erreicht. Ne? Also Reichweite ist Reichweite. Beim alten Stichwort auch, schlechte Publicity ist Publicity. Ja. Ne? Und das Problem ist, also finde ich zumindest, ist, dass es halt immer mehr zieht. Ja, ich finde es schön. Weil es ja auch von den Algorithmen noch weiter befeuert wird. Ja, das sowieso. Das sowieso. Das ist richtig. Nee, aber ich finde es schön, dass wir von Pokémon Hot Takes jetzt irgendwie die Brücke geschlagen haben zu heftiger Gesellschaftskritik und das ohne, dass Benny bis jetzt sein Hottake vorstellen konnte. Ich hab nicht mal einen. Aber wow. Er ist trotzdem mit dabei, es ist ja egal. Ja, ja. Also aber. Jetzt aber echt lange Zeit zu überlegen. Ich hatte recht, dass ich einfach nur quasi die Vorlage geben muss, was wir machen können und wir brauchen trotzdem nur 1-2 Minuten und sind sofort im Redefluss. Ja, aber gut, ne? Ich weiß, das ist jetzt Eigenlob und so, aber diesmal warst du nicht die Maschine. Ne? Du hast bloß die Münze eingeworfen. Naja, die Münze ist auch wichtig. Ja, ja. Wichtig und richtig. Weiß ich jetzt nicht. Leute. Wir sind doch alles Maschinen. Das stimmt. Aber passend dazu habe ich noch was. Habt ihr mitbekommen, dass EA tatsächlich plant, Werbung in seinen Spielen zu schalten? EA? Mhm. Nee, absolut gar nicht. Mich wundert es nicht, dass es von EA kommt, aber ich finde es tatsächlich extrem beeindruckend, wie EA und Ubisoft sich echt Mühe geben, sich den Titel der größten Shitshow jedes Mal wieder gegenseitig wegzunehmen. Sony hat das Spiel jetzt auch ein bisschen angefangen. Eigentlich jede größere Company. Also Werbung während eines Games. Oder, also wie sieht denn bei EA die Werbung aus? Das,
das kann ich jetzt nicht so konkret beantworten. Mhm. Also es kann sein, dass es angeblich heißt, dass die Werbung soll sehr subtil sein und nicht das Spiel unterbrechen. So, das heißt, es kann bedeuten, dass wir einfach, wie es schon damals bei den Need for Speed-Teilen, glaube ich, war, dass wir einfach so Werbetafeln in Spielen sehen, die halt einfach in die Landschaft eingebaut sind. Wenn das glaubwürdig gemacht ist, habe ich damit, glaube ich, nicht mal so ein riesiges Problem. Man muss ja auch fairerweise sagen, das wird ja in Serien zum Beispiel ja auch sehr, sehr, sehr häufig gemacht. Und da fällt es niemandem auf, dass die Serie von Samsung bezahlt wurde und die wenigsten achten darauf, dass die halt alle Samsung-Handys benutzen oder manchmal auch Google Pixel, lustigerweise. Das ist richtig. Also Product Placement ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Was mich so, glaube ich, ein bisschen daran stört, ist, dass so ganz leicht in kleinen Tippelschritten immer wieder so kleine Grenzen fallen, wo man eigentlich gesagt hat, das will ich so nicht. Also jetzt fängt EA an, Werbung zu schalten. Das ist genauso wie Amazon Prime, die jetzt auch angefangen haben, Werbung in ihre Prime Video zu schalten. Und da hieß es auch, es sind nur so ein paar ganz kleine Unterbrechungen. Das nehmt ihr kaum wahr. Das sind jetzt in einer Folge, einer 45-Minuten-Folge von der Serie, sind drei Werbeblocks drin, mit jeweils 3 bis 4 Werbespots. Das nimmt man schon wahr. Ja. Und man kann natürlich Werbefreiheit kaufen, klar. Aber es ist halt trotzdem nervig. Und das ist so dieser erste Schritt gewesen. Jetzt kam vor kurzem die Meldung, dass Amazon plant, na gut, sie wollen jetzt auch am Anfang jeder Folge Werbung einblenden. Und auch wenn du auf Pause gedrückt hast, soll während der Pause Werbung angezeigt werden. Wo ich mir denke, nee, das will ich nicht. Weil wenn ich auf Pause drücke, weil ich zum Beispiel gerade telefoniere, will ich nicht, dass irgendein Werbespot lostrellert. Weil dann habe ich auf Pause gedrückt. Und das sind so diese kleinen Schritte. Man guckt halt, wie weit man gehen kann. Und die kleinen Sachen nehmen die Leute halt viel eher in Kauf als die großen Schritte. Ich mag halt nicht, wo es hinführt. Wir alle mögen das nicht. Aber das soll ja euch nicht zum Nachteil gereichen, liebe Zuschauer, denn ihr wisst ja sicherlich, werbefrei könnt ihr Wellplayed immer schauen. Also wenn ihr keinen Bock mehr habt auf irgendwelche Werbeblöcke bei Amazon Videos oder bei YouTube selber, dann kommt auf unseren Kanal, denn wir schalten keine Werbung. Ihr könnt uns jederzeit zugucken. Ihr könnt jetzt diese Folge noch bei 2 anderen Leuten, bei Kevin oder bei Matze oder bei mir, je nachdem, wo ihr angefangen habt, weiter gucken. Und ihr könnt natürlich auch unsere anderen Projekte sehen, denn das ist wo jetzt, das hinführt, Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche, aber das ist jetzt zum dein Ende. Love is sharing a password Tweet, den du da gerade abgesetzt hast. Hm? Ich sag's schon mal. Aber er hat damit jetzt alles wieder wettgemacht, was am Anfang ein bisschen holprig war, ne? Das stimmt, ja. Das war so schön, Benny. Genau, und damit wollte ich eigentlich habe ich überlegt, was ich sage. Weil Matze so schön noch gesagt hat, wo soll das alles hinführen? Das war auch der perfekte Aufhänger, um zu sagen, das führt jetzt zum Folgenende. Ja. Aber führt's ja trotzdem. Es ist. Ja, ja. Also es führt trotzdem zum Folgenende. Wir sind trotzdem durch. Folgenende. Auch wenn wir jetzt noch 3 Stunden reden könnten. Safe. Aber ja. Der Vorteil ist, ihr müsst jetzt jeweils noch 2 Wochen warten, aber wir nehmen ja jetzt quasi nochmal 2 neue Folgen auf. Das heißt, wir reden zumindest ungefähr 1,5 Stunden am Stück, also das ist schon... Also für uns ist es ein Vorteil, für euch nicht, aber... Wir machen auch Story, Leute, keine Sorge. Ich meine, für euch ist dann auch irgendwo der Vorteil, ihr könnt euch das ja quasi 3-mal anschauen. Das heißt, ihr könnt 1,5 Stunden sehen, das heißt, ihr habt 4,5 Stunden Podcast. Nice. Das ist zwar der gleiche, aber ist ja erstmal vollkommen egal. Ihr seht nochmal was anderes. Nichtsdestoweniger muss ich jetzt die Abnotieren ein bisschen kürzer fassen, weil ihr wollt es ja auch 3-mal ansehen. Ihr habt zwar keine Werbeunterbrechung dazwischen, aber trotzdem nimmt das ein bisschen Zeit in Anspruch, wenn ihr euch die 3 Folgen am Stück natürlich anseht. Da wünsche ich euch natürlich viel Spaß und die nächsten 3 Folgen könnt ihr euch am Stück in der nächsten Woche ansehen. Bis dahin habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.